Hallo und herzlich willkommen zu VoiceOverCast. Und heute sind wir nicht bei So ist es. Nein, wir sind heute bei Wünsch dir was. Und hinter mir, da seht ihr es. Das ist das C63S Cabriolet. Und ganz ehrlich, wenn ich keine Familie hätte, und das klingt ein bisschen fies, dann hätte ich genau so ein Auto. Normalerweise sage ich ja immer, dass so ein Cabrio entschleunigt. Da muss man nicht rasen wie ein wilder Stier. Da wird der Weg zum Ziel. Anders sieht es aber aus, wenn man mir ein V8 vor die Tür stellt. Der C63S unter der Haube, das ist ein 4 Liter V8 und der klingt so, wie ein Auto klingen muss. In meinen Adern fließt halt noch Benzin, es tut mir leid. Schlecht für die Umwelt, aber leider geil, das C63S Cabriolet. Das Dach öffnet in 20 Sekunden vollautomatisch und dann geht's los. Stadt, Landstraße, Autobahn, egal wohin. Man fühlt sich wohl im C63S Cabriolet und wenn es dann doch nochmal regnen sollte, Knopfdruck und das Dach schließt sich auch während der Fahrt bis zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h. 510 PS und 700 Newtonmeter Drehmoment, das sind die Zutaten für einen unvernünftigen Traumwagen, oder? Wer will schon immer vernünftig sein? Ich nicht. Innerhalb von 4,1 Sekunden auf Führerscheinverlust auf Tempo 100 und Schluss ist optional bei Tempo 280. Für sportlichen Sound sorgt der serienmäßige Klappenauspuff. Optional gibt's auch noch eine Performance-Abgasanlage. Was will man eigentlich mehr? Hört euch das hier doch mal an. Fahrwerk sorgt im Spiel mit dem Hinterachs-Sperrdifferenzial und den 20-Zoll-Rädern dafür, dass die Kraft in Vortrieb umgewandelt wird. Der Fahrer hat die Wahl. Komfort, Sport, Sport Plus oder eine komplett individuelle Kennlinie. Die 390er Bremsscheiben packen besser zu, als ich es je könnte. Und wer mag, der kann hier auch noch die Carbon-Bremsscheiben verbauen lassen. Die Lenkung, ein Traum. Schön direkt und fein zu dosieren. Technisch betrachtet ein Meisterwerk. Optisch betrachtet ein Schmuckstück. Breite Kotflügel, breite Spur. Dieses Cabrio macht sich so breit, dass es ein Genuss ist. Fahrer und Beifahrer sitzen bequem, das Fahrwerk ein Traum und sorry, auch wenn sich das hier gerade anhört wie ein Werbeclip. Ich habe nichts zu meckern, außer dem fehlenden Taster am Heck, um die Heckklappe zu öffnen und der Tatsache, dass dieses Geschoss nicht in meiner Einfahrt steht. Von der Farbkombination alleine schon, das ist natürlich genau mein Geschmack. Ein weißes Auto, schwarze Felgen, ein paar Applikationen, dann auch nochmal in Carbon, vor allem auch im Innenraum viel Carbon, viel Leder. Das ist eigentlich genau mein Ding und ich habe gerade schon zu Björn gesagt, eigentlich sieht er aus wie mein eigener Golf, halt nur in ziemlich geil. Tja, und das war's für VoiceOverCast für heute. Habt ihr Fragen? Unten, ab damit in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Und ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt VoiceOverCast. Bis dann, euer Jens. Ciao. VoiceOverCast. Und das war's.